Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Mandy an. Diese hat über Quantenheilung geschrieben, welches sie mit 3,9 Sternen bewertet hat. Wie ihre Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Heute möchte ich euch über Quantum Clearing von Volker Knehr sprechen. Hierbei beziehe ich mich auf den Online-Videokurs, den man auf quantenheilung24.de erwerben kann. Volker Knehr ist der Entwickler von Quantum Clearing, auch QC genannt, einer geistigen Heilmethode, die darauf aufbaut, den Geist in einem anderen Bewusstseinszustand zu versetzen, sodass Schmerzen oder emotionale Knoten gelöst werden können. Diese Methode lässt sich wissenschaftlich nicht nachweisen. Knehr hat Quantum Clearing ins Leben gerufen, nachdem er selbst einmal ein Seminar zum Thema Energieheilung besucht hatte. Er hatte sehr viele Jahre mit Schmerzen im Fuß zu kämpfen, die durch konventionelle Heilversuche oder Tabletten nicht gelindert werden konnten. Als er fast alle Hoffnung auf schmerzfreies Gehen aufgegeben hatte, entschied er gegen seine Überzeugungen, das Seminar eines Amerikaners zu besuchen. Der holte ihn auf die Bühne und wandte seine Methode an Knehr an, der auf einmal keine Schmerzen mehr verspürte. Seitdem war er begeistert und entschlossen, alles über Energieheilung und Ähnliches herauszufinden und zu lernen. Er besuchte sämtliche Seminare und Kurse von den verschiedensten Lehrern und Lehrern. Aus all diesem Wissen entstand Quantum Clearing, verpackt in einem Kurs, aufgeteilt und mehrere Videos und Seminare. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei dem Quantum Clearing bei keiner wissenschaftlich belegten Heilmethode, was auch klar und deutlich auf der Webseite geschrieben steht. Es werden keinerlei Diagnosen erstellt. Volker Knehr nennt es nicht mal eine Methode, sondern spricht beim Quantum Clearing von einem Bewusstseinszustand. Das Ziel des Kurses ist es zu zeigen, wie man Bewusstseinszustände positiv verändern kann, sodass man insgesamt lebensbejahend lebt. Demnach sind Krankheiten und Schmerzen etwas, was vom Bewusstsein herbeigeführt wird und genau dort auch bekämpft werden kann. Quantenheilung beruht im entferntesten Sinne auf den Theorien der Quantenphysik, ohne dies jedoch beweisen zu können. Es sind bloße Annahmen. Es wird so gelehrt, dass man die Praktiken an sich selbst und anderen anwenden kann, sogar bei Tieren. Anwenden kann man es bei physischen Schmerzen am ganzen Körper, emotionalen Blockaden, seelischen Problemen, Stress, Angstzuständen, Müdigkeitserscheinungen und vieles mehr. Insgesamt ist es dazu gedacht, das Bewusstsein von jeglichen Belastungen zu befreien, um so die Lebensqualität zu steigern. Inbegriffen sind die QC-Basistechnik, die Zwei-Punkte-Methode, theoretisches Wissen, der Umgang mit heilenden Energien und ein Praxisteil, in dem das Wissen angewandt und geübt wird. Nach Zahlungseingang erhält man sofortigen Zugang zum Mitgliederbereich durch Eingabe des Passwortes, welches man per E-Mail zugeschickt bekommt. Im Mitgliederbereich hat man Zugriff auf alle 11 Videos mit mehr als 6 Stunden Laufzeit. Nun ist es einem selbst überlassen, wie oft man die Videos anschaut, da man unbegrenzten Zugang hat und die Möglichkeit, den Kurs so oft wie man möchte zu wiederholen. Außerdem kann man nach terminlicher Absprache an Live-Seminaren teilnehmen, wo man Fragen in Echtzeit stellen kann und zusammen mit anderen üben kann. Volker Knehr bietet zudem eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Wenn man also nach Abschluss des Kurses das Gefühl hat, die Technik nicht korrekt anwenden zu können, bietet er ein persönliches intensives Coaching an, wo er noch einmal probiert, dir die Quantenheilung beizubringen. Falls man danach immer noch nicht sicher im Bereich des Quantum Clearings ist, erhält man anstandslos das Geld zurück. Warum habe ich mich dazu entschieden, diesen Kurs zu kaufen? Vorwiegend habe ich es für meinen Mann gekauft, der aber selber zu stur wäre, jemals bei einem Quantenheiler oder sonst irgendeinem unkonventionellen Heilpraktiker einen Termin zu vereinbaren. Er leidet seit Jahren unter starken Knieschmerzen, selbst nach mehreren Operationen. Das schränkt natürlich in erster Linie seine eigene Lebensqualität ein, aber nicht zuletzt auch meine und die der ganzen Familie. Ganztägige Familienausflüge sind eine regelrechte Qual für ihn, weil er nach stundenlangem Gehen den Schmerz irgendwann nicht mehr aushalten kann. Also entschied ich mich zum Kauf von Quantum Clearing, ohne ihm davon zu erzählen. Ich schaute mir die Videos und das Zusatzmaterial verteilt über 2 Wochen fast jeden Abend an. Ich arbeitete auch daran, dass ich mich darauf einlasse. Ich musste erst einmal selbst daran glauben, um mich der Sache vollends hingeben zu können. Das war der schwierigste Teil. Die Kurse an sich waren alle super leicht nachzuvollziehen. Man merkt, dass es so konzipiert wurde, dass man Zweifler damit überzeugen kann und auch diese ihr Bewusstsein für die Quantenheilung öffnen. Die Übungen werden von Lektion zu Lektion komplexer, aber immer gut umsetzbar. Nach 2 Wochen dann fühlte ich mich bereit für einen Praxistest. Ich hatte mich genug auf meine Hände konzentriert, die Energie gespürt und mich darauf eingelassen. Mein erstes Versuchskaninchen sollte unser Hund sein, der schon etwas in die Jahre gekommen ist. Er ist größtenteils beschwerdefrei, bis auf das typische Schäferhundeproblem der Hüften. Aufstehen fällt ihm an manchen Tagen besonders schwer und manchmal braucht er dafür einen zweiten Anlauf. Also ließ ich meine Hände über ihn schweben, wandte mein gelerntes Wissen an. Ich probierte die Energie so intensiv wie möglich zu spüren und merkte, wie es warm unter meinen Händen wurde. Ich hoffe wirklich, dass ich mir das nicht einbildete und schaute an einer anderen Stelle nach und sie war definitiv nicht so warm. Das war natürlich nicht Beweis genug und ich ließ unseren Hund aufstehen. An seinem normalen Gang bemerkte ich keine Veränderung, aber als er später, nachdem er in seinem Körbchen einige Stunden geschlafen hatte, wieder aufstand, fiel mir auf, wie mühelos er dabei war.
Gerade nachdem er längere Zeit gelegen hat, war es für ihn am schwersten. Ich beobachtete ihn noch einige Tage und er stand immer auf, ohne aufzuheulen. Dieser Test war bestanden. Mit neuer Motivation beschloss ich, mich an meine Nackenschmerzen zu versuchen. Ich verwendete die 2-Punkte-Methode und konnte unmittelbare Linderung bemerken. Über den ganzen Tag wurden die Schmerzen immer entfernter, bis ich irgendwann überrascht feststellte, dass sie weg waren. Ich ging zu meinem Mann und berichtete ihm von meinen Erfolgen. Er gestand ein, dass er auch bemerkt hat, dass der Hund irgendwie flotter schien. Er ließ mich also machen und so legte ich die Hand an sein Knie und auf die Schulter. Ich bat ihn, einige Schritte zu gehen und er blieb schmerzfrei. Trotzdem war unsere Freude zurückhaltend, da seine Schmerzen zwar permanent waren, aber nicht zu jeder Sekunde und jedem Schritt präsent. Als er jedoch 2 ganze Tage ohne Schmerz blieb, war auch er überzeugt. Seitdem habe ich noch 2 weitere Freundinnen behandelt und auch diese waren begeistert. Für mich hat es sich definitiv gelohnt, hier zu investieren. Ich würde es jedem raten, der bereit ist, sich zu öffnen und von dem allgemeinen Denkmuster loszulassen. Wie gesagt, das Schwierigste ist, es zuzulassen. Die Methoden und alles andere, was gelehrt wird, ist einfach zu verstehen und umzusetzen. Wenn man aber sich nicht öffnet und die Zweifel Überhand haben, so wird es nicht funktionieren. Das Bewusstsein ist ein so großer Faktor in unserem Leben. Er kann bestimmen, wie wir etwas wahrnehmen. Ihm wird einem die Chance geboten zu lernen, wie man dies so verändert, dass die Wahrnehmungen positiv sind. Von mir eine ganz klare Empfehlung. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.